Ja, sei gegrüßt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin der Jutze und wir spielen wieder Hearthstone. Und ja, wir gucken erstmal auf die Quest, weil es ist wieder ein neuer Tag, also müssten wir endlich eine neue Quest bekommen haben. Ja, Druide, Magier oder Paladin haben wir schon gehabt. Haben wir schon zwei erledigt. Und Zaubermeister ist das nächste. Spielt 25 Zauber aus. Ob wir das so hinkriegen, weiß ich nicht, weil ich ja nicht so auf Zauber setze. Deswegen, aber einige Zauber haben wir schon noch drin. Also, damit sind einfach bloß die Zauberkarten gemeint. Und davon haben wir halt einige. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt in dieser Folge 25 Zauber ausgespielt kriegen. Wir versuchen das einfach mal. Mal sehen, wie weit wir kommen. Und wir versuchen auch mal mit unserem Baumkumpel einfach mal jedes Spiel zu gewinnen. Weil das ist jetzt noch die Quest aus der letzten Folge, also aus dem Vortag. Die haben wir halt mit rübergenommen in diesen Tag und deswegen machen wir die als erstes schnell fertig. Ja, ob es schnell wird, weiß ich jetzt nicht. Mal sehen, vielleicht schläft ja der Kollege wieder, gegen den wir kämpfen müssen. Aber ich gebe mein Bestes. Und mit dem Deck werden wir es ja wohl hinkriegen. Gegen Rexha. Lass die Jagd beginnen. Bin mir fast sicher. Ich muss okay. Die Wildnis schützen. Zwei, sogar drei Karten, die viel zu hoch sind. Mit denen können wir anfangs noch überhaupt gar nichts anfangen. Also werden die wieder weggehauen. Die Karte, die Elfenbogenschützin, die können wir natürlich gleich zum Start ausspielen. Und, oh nee, oder? Wir können uns erstmal mit Spott verteidigen. Das geht auch. Der hat zwar keinen Angriff, aber den kann man trotzdem ausspielen. Oh, Quest. Achso, für ihn. Ich dachte, jetzt kriegen wir eine Quest, weil das kam so gerade, als wenn wir das gekriegt haben. Nein, hat er ausgespielt. Damit fängt er an mit einer Quest und ja, dann ist gut. Okay, wir fangen an. Wenn wir jetzt aber einen von denen wählen und wir haben ja gleich in der zweiten Runde, dann werde ich 100 pro den spielen. Also würde ich sagen, spielen wir erstmal den, um uns zu verteidigen. Nicht vorbei. Oder wir spielen beide. Was ist das hier noch? Verursacht einen Schaden? Nee, wollen wir nicht. Wir nehmen den noch. Und wir spielen die Elfenbogenschützin auch noch. Und dann können wir nämlich in der nächsten Runde den Murloc Gezeitenjäger, oder wie der heißt, können wir den denn ausspielen. Genau, Murloc Gezeitenjäger. Okay. Dann haben wir nämlich jede Menge Diener. Zwar nicht die größten, stärksten Diener, aber wir haben wenigstens Diener auf dem Feld. Und mit denen können wir schon ein bisschen was reißen. Und das ist ja auch. Oder wir könnten jemanden Spott und 2-2 verleihen. Würde ich ihn hier geben, dann hat er 2 Angriff. Spott hat er sowieso schon. Aber dann kann er wenigstens angreifen. Oder wir machen das nachher. Wenn sie jetzt die Runde noch überlebt, dann kriegt sie das. Oder er sogar, weil er hat 2 Angriffe. So, haben wir nämlich, sag ich mal, fast einen guten Start hingelegt hier. Na, mal sehen. Wird schon schief gehen, würde ich sagen. Ja, und wird es auch. Mal haben wir einen giftigen. Na gut, dann. Dann nimmt nicht. Einen Schaden können wir hier verursachen. Den Rest macht der Murloc, würde ich sagen. Okay, der kostet nämlich 0. Den können wir bedenkenlos einsetzen. So, ein Schaden. Der Murloc macht den Rest. Dann ist er nämlich verschwunden. Und dann müssen wir diese Karte doch auf den setzen. Auf die Tante hier. Und ja, kann dann wenigstens angreifen. So, okay, der auch nochmal hinterher. Das war's nämlich. Wir haben zwar noch einen Mana, aber den müssen wir leider so einfach mal aus dem Fenster schmeißen. Wir können nämlich nicht ausspielen, was wir nicht ausspielen können. Gut, gut. Wir spielen, ja, ich meine, Diener reichen erstmal aus. Wir spielen den hier erstmal. So, dann haben wir nämlich die Portale ins Deck gemischt. Dann greift sie einmal an. Mehr aber auch nicht. Ihn hebe ich mir noch auf. Also, ja, sie kann jetzt angegriffen werden. Dann ist sie aber verschwunden. Aber an ihn muss er auch noch vorbei. Mal sehen, vielleicht kommen wir in der nächsten Runde dazu. Nee, ich kann den armen Murloc hier nicht opfern. Ach, na super. Mit dem habe ich jetzt weiter geplant, aber naja. Weil der kriegt ja nämlich. Ja, der kommt ja nochmal wieder, aber mit einem Leben, dann hätte ich nämlich hier. Mal sehen. So. Ach, Wiederkehr zählt auch zu
Erstmal den. Wiederkehr zählt zu einem Diener ausspielen, ja, weil der hat nämlich gerade auf seine Quest, wo er eigentlich nur Diener ausspielen braucht, hat er gerade auf seine Quest wieder einen Punkt dazu gekriegt, obwohl er nur Wiederkehr gekriegt hat. So, jetzt wäre das am besten gewesen, wenn wir mit einem Helden erst angegriffen hätten, dann hätte unser Murloc noch überlebt, aber naja, so ist das halt. Der muss erstmal an uns rankommen. So, mit zwei Sportdiener ist das gar nicht so einfach. Oder doch, ist doch ganz schön einfach. Na gut, hier, den haben wir ja noch da. Und mit seiner Heldenfähigkeit kommt er nicht an unsere Diener ran, sondern nur an uns selbst. Und die nutzt er irgendwie in jeder Runde, so wie es aussieht. Der hat 4, die hat auch 4, aber macht 3 Schaden. Ich spiele den erstmal. So, Attacke. Und wie kommt mir so vor, als wenn er keine Diener hat? Oder ganz wenig? Keine Ahnung. Oder er spielt wirklich nur die höchsten aus, die er hat, damit er nur eine Karte ausspielen kann. 100% hätte er jetzt auch 2 Karten mit Mal ausspielen können. Die sind aber viel zu schwach, glaube ich. Seiner Meinung nach. So, den hier, was hat der? Überwältigen. Ruft ein Eisenjunges, was steht da? Eisenhautjunges, alles klar. Der kann angreifen, macht er auch, aber nicht erst in der nächsten Runde. Wollen wir, ja, den hauen wir weg da. Aber der hat ein Todesröcheln und zwar ruft er ein Mech aus eurer Hand herbei und löst sein Todesröcheln aus. Also hat er ein Mech auf der Hand mit Todesröcheln. Wollen wir ihn hier gönnen oder nicht? Ich weiß ja nicht, was für ein Todesröcheln sein Mech hat, den er da hat. Oder Mech. Haben wir erstmal gemacht. So. Da ist nichts passiert. Er hatte nichts auf der Hand, hat er. Nichts, überhaupt nichts. Und Zauber haben wir noch gar nicht ausgespielt. Doch, ein. 2-2 und Spott. Ach nö, musste. Aber waren nur 5 Schaden, Gott sei Dank. Na gut, jetzt kommen noch 2 hinterher. Na gut, was hat er? Katze 4-4 mit Ansturm. Oder Bären 4-6 mit Spott. Katze oder Bär? Bäh. Ich würde sagen Katze, dann greifen wir gleich an. Und zwar oben den Typen, der da rumhängt. 4-4 und Ansturm. Machen wir nämlich so. Spott hätte mehr Leben gehabt, aber naja. Den Spottdiener haben wir hier auf dem Feld. Der muss erstmal zerstört werden. Aber wenn sein Diener 0 Angriff hat, dann wird das eh nichts. Obwohl er jetzt einen 9 Mana hat. Weiß ich nicht, warum er nicht mit mächtigen Karten rausrückt. Vielleicht hat er keine Mechs gehabt, die so teuer sind. Aber der muss ja was auf der Hand haben, sonst würde er ja nichts auf der Hand halten. Verstehe ich nicht. Noch bin ich tot. Sich erstmal selber Schaden zugefügt. Na. So, so. So, jetzt hat er unser Spottdiener beseitigt. Wir werden uns erstmal. Warte mal, wir haben jetzt 9, ne? Alles klar. 9 kriegen wir hin mit 5. Wir könnten die Bären hier ausspielen, glaube ich, ja. Und den würde ich auch gerne ausspielen. Wir haben aber keinen Spottdiener. So, der muss erstmal den beseitigen. Dann kommt der nämlich, macht nochmal 3 Schaden. Und wir heilen uns selbst nochmal um 8 Punkte. Na gut, oder 6. So viel hat er doch nicht abgezogen, siehst du? Na gut. Was ihr wollt. Ein Spottdiener. Den haben wir auch gleich. Den spielen wir nämlich auch gleich aus. Am besten wäre jetzt, wenn wir die Eule kriegen, dann kommen wir einfach an ihm vorbei. Aber guck mal, jetzt hat er ein Geheimnis. Das heißt, wenn ich ihn angreife, dann. Was für ein Geheimnis könnte das sein? Wer kennt sich mit Jägergeheimnissen aus? Den können wir auch spielen, ne? Machen wir jetzt auch. So, dann haben wir nämlich Spott. So, sie muss dort angreifen. Den spielen wir noch nicht aus, oder? Machen wir das? Ne, machen wir nicht. Wir greifen den Helden nochmal an direkt. Mal sehen, was dabei rauskommt. Vielleicht hat er auch einfach bloß dass dann Verteidiger kommt. Nee, da kommt gar nichts. Was kommt? Warum kommt da nichts? Oder das ist eine Karte, die darauf, oder ein Geheimnis, was darauf reagiert, wenn wir seine Diener angreifen. Aber auch nicht, weil ich habe ja gerade seinen Diener angegriffen. Manchmal ist komisch.
Er geht voll auf Heldenfähigkeit, ne? Also wirklich jede Runde hat er die Heldenfähigkeit genutzt. Der Held kriegt 2 Angriff und 2 Rüstung, alles klar. Das werden wir machen. 2 Angriff, 2 Rüstung. Wen können wir denn damit schaden? Auf jeden Fall, die Heldenfähigkeit haben wir ja auch noch, also können wir alles 3 nutzen und können hier sein Nashorn da wegholen. Da haben wir das Geheimnis. Todesfalle? Was ist jetzt passiert? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Aber naja, muss ich auch nicht. Der muss weg. Aber der hat noch ein Geheimnis. Was ist das für ein Geheimnis? Lebensentzugspot, nimm mal den. Das ist ein Geheimnis. Was wird passieren? 4 Schaden. Alles klar. Gut. Also wird der nicht lange leben. Aber der kriegt. Der heilt mich gleich. Das ist gut. So, jetzt haben wir alle keine Karten mehr. Na gut, er hat jetzt eh nicht gekriegt. Was ist das für einer? 4 Schaden. Also nur Zauber auf der Hand. Also so gut wie fast nur Zauber auf der Hand, weil mit Dina kam er ja nicht großartig. Und alle fertig ausgespielt hat. Hat 7 Schrecken. Bei mir geht er ja nicht. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir was ordentlich kriegen. Was hat er denn? Spott, ne? Ne, Eifer hat er. 2-2 oder ruft eine Kopie dieses Dieners herbei. Dann haben sie beide Eifer. Der hat 3-3. Mal sehen, wenn wir damit wegholen können. Also den denke ich mal auf jeden Fall. Was hat er überhaupt für ein... Bringt ein Geheimnis aus eurem Deck ins Spiel, nachdem ihr eure... Was? Nachdem eure Heldenfähigkeit eingesetzt habt. Okay, dann machen wir das. So. Eine Kopie bitte, dann nochmal die Heldenfähigkeit, so haben wir nämlich nochmal... ja, dann machen wir diesen hier, zack, der muss weg. Und, ja, dann hauen wir hier seine Schrecken weg. So. So machen wir das, genau. Ein Todesröcheln, aha. Gut, gut, der macht gleich mal 5 Schaden. Wollen wir den auf dem Helden raufpacken? Der macht 3 Schaden, der macht 5 Schaden. Jetzt, wenn ich ihn ausspiele, jetzt sind 8 und der Held selber auch nochmal, dann haben wir leider nur noch 1. Aber das können wir ja mit dem Helden direkt machen und unser Held hat noch 23, so schnell kriegt er den nicht weg. Also machen wir genau. Also direkt auf Rexa. 5. Dann nochmal 3 hinterher. Die Heldenfähigkeit auch nochmal und in der nächsten Runde auch, wenn er jetzt keinen Spott ausspielen sollte. Mal sehen, aber an unseren Diener kommt er auch nicht vorbei. Zumindest nicht mit dem, was er auf dem Feld hat. Kann sein, dass wir das jetzt... Was, ruft ein Diener aus der Hand? Er hat doch nichts auf der Hand. Naja, was soll's. Man kann nicht alles haben. Na gut, er versucht es wenigstens. Gut gekämpft. Oh, warum darf ich nie den letzten Schuss machen, ey? Das ist immer dasselbe, ja? Immer dasselbe. Sobald ich gewinne, oder wenn ich am Gewinn bin, dann geben sie auf, bevor ich den letzten Schlag, zum letzten Schlag ansetzen kann. Ist einfach so. Immer dasselbe. Jetzt hat er erhofft, dass er noch mit irgendwelchen Karten punkten kann, oder sich retten kann. Dem war nicht so, also muss er gleich aufgeben. Sowas finde ich immer, ach, keine Ahnung. Mach ich doch auch nicht. Na klar, ist das scheiße, wenn man verliert. Aber so hat er ja auch verloren. Also hat sich da überhaupt nichts geändert. Lass doch das Spiel ganz normal zu Ende spielen. Na gut, wir spielen nochmal und werden ein paar Zauber ausspielen, wenn wir welche haben. Also viele haben wir ja nicht. Also grob geschätzt, ich glaube, wir haben 5 Zauber drin. Ungefähr. Wenn überhaupt. Also so viele hatten wir wirklich nicht drin. Und deswegen kommen wir mit dem überhaupt nicht weit. Da müssen wir schon Magier spielen und den vollpacken mit Zauber. Na gut, hier haben wir einen Zauber. Siehste. Zauber können wir gleich zum Anfang ausspielen. Was hat der denn? Fügt ein Diener 2 Schaden zu oder stellt 5 Leben wieder her? Können wir also am Anfang nicht ausspielen, weil am Anfang hat er keinen Diener oder
Schaden genommen haben wir denn auch nicht. So, der kommt aber trotzdem weg, weil der ist zu hoch. Kampfschrei bringt einen Diener zum Schweigen, lasse ich mir drauf. Irgendwann werden wir den brauchen. Also die Eule werde ich schon gezielt einsetzen, ne? Nee, die können wir nicht. Und war ein Diener, ne? Ja, fügt ein Diener 2 Schaden zu, alles klar. Also können wir den Helden damit schon mal nicht angreifen. Ja, so ist das einfach. Dann müssen wir eben eine Runde aussitzen. Wie bei Uno mit der Aussetzen-Karte. Ich glaube, die Aussetzen-Karte gibt es hier, wenn nicht, in Hearthstone. Wir wollen uns verteidigen, würde ich sagen. Oder gleich mit 2. Ach komm, wir greifen ihn direkt an. Was soll's. Dann sparen wir sie auf. Die spielen wir gleich aus, wenn er ein bisschen mehr mit seinen Karten rausrückt, mit seinen Dienern. Da macht es wohl mehr Sinn, die auszuspielen. Obwohl, in der letzten Runde haben wir uns auch vorbereitet. Und dann haben wir... Ja, und das hat auch viel Sinn gemacht, finde ich. Wenn man sich vorbereitet und erstmal Diener auspackt. Damit man was machen kann auch, ne? Och nein, nicht schon wieder ein Geheimnis, ey. Wer weiß, was das ist? Den nächsten Diener, den ich ausspiele, der wird zerstört. 100 Pro. Wir werden nochmal angreifen. So, dann ist er nämlich verschwunden. Oder sein Geheimnis macht mir einen Strich durch die Rechnung. Ich weiß es nicht. Da ist er wieder. Mit einem Angriff. Naja. Das greift er mir gleich nochmal an, wa? Ganz bestimmt. Oder nicht, wir werden uns verteidigen. Wir haben nämlich noch einen Mana-Kristall. Wir sind nämlich schon in der dritten Runde, also können wir den ausspielen. So, komm mal da vorbei. Oder er spielt jetzt Diener aus, damit er hier so separaten Schaden macht. Indirekt. Na komm. Traust dich sowieso nicht. Wir müssen nicht den Sonnenbrunnen läutern. Boah, schrei doch nicht so. Okay, wir werden dagegen wirken. Und zwar mit unserem Helden. Zack. Und Attacke. Wir können aber weiter noch angreifen. Der hat jetzt 2. Die Heldenfähigkeit auch noch? Eigentlich ja, ne? Guck mal, der hat 3. Nee, dann Heldenfähigkeit auch. Dann haben wir nämlich... genau. Auch 3 Rüstung und er zieht uns nicht so viel Schaden. So viel Leben ab. Und 2 Schaden oder stellt 5 Leben wieder her. Wir wirken 2 Schaden. Und zwar so. Alles klar, auf diese Person. Dann ist die Person nämlich wenigstens beiseite geräumt und wir erfüllen die Quest ein wenig. Aber bevor wir dazu ja nicht kommen, spielen wir die lieber aus. Aha, jetzt kommt er mit Diener. Kann ich auch. 2-2, warte mal. Was wollen wir machen? Eifer? Ja, kriegen wir wieder weg. Wollen wir? Machen wir. Der verdoppelt sich dann. Kopie des Dieners. So. Und dann greifen wir beide an. Na komm, Angriff. So. Die müssen jetzt wieder geheilt werden. Aber bestimmt kommt da wieder mit irgendwelchen Zauber, die unsere Diener gleich weghauen. Wie heißt das? Weihe oder so, ne? War, glaube ich, für den, oder war es für den anderen? Hier, der... Wir müssen den, also die andere Heldenklasse. Melde mich zum Dienst. Das war jetzt blöd. Also ich hätte erst die Heldenfähigkeit benutzt und dann die ausgespielt. Ja, kann passieren. Dann hätte nämlich den Heldenfähigkeit-Typ, der hätte dann... Spott 2 Leben und was? Also verleiht ein Diener 2 Leben und Spott oder ruft ein Trian 2-2 herbei? Was machen wir? 2 Leben und Spott, wa? Dann können wir uns nämlich... Machen wir. 2 Leben, Spott und zwar auf ihn. Dann hat er wieder mehr Leben. Kann so schnell nicht angegriffen werden, obwohl kann er ja doch. Nicht so schlimm. Wie viel haben wir? 28. Wir müssen aber erstmal... den ein, dann noch den... Und wir greifen da an.
würde sagen, der wird geopfert, oder? Oder greifen wir... Nee, wir greifen ganz oben an. Ja, wir greifen hier oben an. So, zack. Zack, dann haben wir nämlich das gemacht. Und sie kann den meinetwegen wegnehmen. Wir haben ja zwei davon. Obwohl der eine stärker ist. Nein, nicht schlimm. Ich denke mal, da kommt noch viel mehr, was wir ausspielen können. Na, mach doch, mach doch. So ist mein Plan. So, was hast du noch zu bieten? Zeig mal, zeig mal. Zieht eine Karte. Okay. So kann man es machen. So, 2, 2 und Spott. Was hat er noch immer gehabt? Achso, ruft nur bei Überwältigen, ne? Spielen wir den aus. So, wir haben ja 7. Von ihm kommt ja nicht viel, also müssen wir halt spielen. Wenn er nicht spielt, ordentlich, dann spielen wir. Irgendwie kommt von ihm auch irgendwie seltsamerweise keine Diener. Ich weiß nicht warum. Als wenn es heute ein keine Diener. Alles klar, der Zauber Weihe war doch für den, wie heißt er, für den Paladin. Melde mich zum Dienst. Hab ich doch gesagt, Weihe. So. Wollen wir den mal. Ha, siehste, ich hab's gewusst. Also wenn. Alles klar, der muss, ja. Der muss weniger Leben haben als wir Angriff und dann wird der andere beschwört. Der kriegt dann nachher gleich, genau, der kann auch gleich meinetwegen 2 Leben und Spott bekommen. Ne, 2-2 wartet, ne? Machen wir die. Ja, den. So, und, nee, die Eule spielen wir nicht, aber die Heldenfähigkeit, und dann greifen wir da oben nochmal an, damit wir, ja, damit da null, sag ich mal, mit seinem Leben. Sieht besser aus. Sieht eigentlich gar nicht schlecht aus für uns hier diesmal. Also, das ist wirklich eine siegreiche Folge. So, und jetzt alle, hip hip, hurra! Obwohl, können sich jetzt auch noch ändern. Jetzt geht er direkt auf Angriff. Oder nicht, wissen wir nicht. Am liebsten würde ich direkt angreifen. Ich glaube, mache ich auch. So, 7. 14. Und dann, pass auf, machen wir den hier noch. Und da muss er erstmal vorbeikommen. Also, ja, das Deck ist wirklich um mir gelungen, muss ich sagen. Und die Karte kam erst, also voll Glück gehabt, damit wir überhaupt die Karte ausspielen konnten. Was hätte ich sonst ausgespielt? Vielleicht gar nichts, keine Ahnung. Obwohl, hier uns heilen können wir ja auch noch. Also das wäre auch eine Maßnahme. 4-4. So kann er den zerstören, aber sich selber schützen kann er auch nicht wirklich. Weil da müsste er jetzt einen von meinen Dienern wegholen. Na gut, aber Zauber müssen wir ausspielen, also heilen wir uns trotzdem noch. Nur wegen die Zauber, ne? Also jetzt nicht, dass ich genauso bin wie das, was ich sonst hasse. Der Sieg gehört euch. Ach komm, ach, hey, er hat mich noch meinen Zauber spielen lassen, das ist schon mal gut. Sagen wir wenigstens die Quest ein wenig erweitert. So, Bonusstern, weil mehrere Sieger hintereinander. Das finde ich gut. Okay, ja, ich würde sagen, noch ein Spiel würden wir nicht schaffen, oder? Hm, und was machen wir, wenn wir noch Zeit über haben und keine Zeit mehr bleibt für Spiele, für ein weiteres Spiel? Guck mal, 10 haben wir gerade geschafft. Also, 10 von der Quest. 10 Zauber haben wir gespielt. Dann werden wir uns nämlich immer eine Packung kaufen. Es gibt sogar was Neues im Shop, pass mal auf. Jetzt muss man in den Shop reingehen. Und warten, bis das irgendwie, keine Ahnung, warum das hier mal passiert. Auf jeden Fall, dies hier ist neu. Kostet 20 Euro. 19,99, wer Wert drauf legt. Also, ich runde das auf. Hört sich besser an. Und ist eigentlich auch so, ne? Im Prinzip muss man 20 Euro haben, damit man sich den Scheiß kaufen kann. Nee, das ist neu. Das ist seit heute. Auf jeden Fall habe ich das eben vorhin erst gesehen. Ist es dazugekommen. Ja, goldene Packung, sowas hat man ja schon mal gehabt, in vergangenen Jahre, glaube ich, weiß ich nicht genau.
Und ja, nur neue Abenteuermission hier, oder wie heißt das? Abenteuer, einfach nur Abenteuer. Hier diese Aktion. Solo-Abenteuer. Da gibt ja auch noch so viel, da müssen wir eigentlich auch noch alles machen. Eigentlich, ja, ich weiß nicht. Eigentlich müssen wir das nur machen, ne? Also nicht mehr Dings spielen, sondern nur noch hier üben. Also Modus üben, das haben wir ja schon gemacht. Und zwar am Anfang des Let's Plays. So ungefähr. Wo ich noch mit Headset aufgenommen habe. Ja, aber naja, was soll's. Machen wir jetzt aber nicht. Jetzt wollen wir uns erstmal noch eine Packung kaufen, damit wir die Zeit rumkriegen. So, Shop wieder rein. Dauert sowieso immer eine Weile, bis wir da überhaupt drin sind im Shop. Weiß gar nicht warum. Da sind wir auch schon. Alles andere muss neu geladen werden. Wir warten noch kurz. Und jetzt können wir runterscrollen. Gut, und wir kaufen uns diesmal wieder eine Drachen. Drachen, wa? Ja, neueste Erweiterung. Drachen? Ja, wa? Weiß nicht, ob da was für ein Schaman mit bei ist oder nicht. Also, nee, Druide haben wir jetzt aktuell. Aber ich denke mal, mit einem Schaman werden wir nachher im Endeffekt weiterspielen. Bis wir den am stärksten haben. Vielleicht müssen wir jetzt morgen, weil eine neue Quest ist, eine andere Karte spielen. Also eine andere Klasse spielen. Wir kaufen uns mal die Drachenkarte, weil es halt das aktuellste, was jetzt gibt. Und spielen sowieso immer alle. Und wenn wir dagegen wirken können, dann ist es gar nicht so verkehrt, dass wir genau dieselben Karten haben. Die packen wir jetzt auch schnell aus. Ich werde aber nicht viel drüber erzählen, weil ich glaube, so viel Zeit werden wir auch nicht mehr haben. Na, mal sehen. Ich werde da... Ja, wir gucken uns die einfach gemeinsam an und dann ist gut. Okay, Kampfschrei zerstört die Rüstung eures Gegners, sagt schon alles. Also, das braucht man überhaupt nicht erklären. Das sagt schon alles. Zieht eine Karte, genauso. Und es sind immer Drachen jetzt, ne? Weil es halt so ein neues Drachendeck. Obwohl, das ist ein Pirat, der sich aber als Drachen verkleidet. Keine Ahnung, warum man sowas macht, aber... Erhalte zwei Piraten. 1-1 auf die Hand. Der aber lausige Pirat, muss ich sagen. Hier wird das für einen Jäger. Bringt ein Geheimnis aus eurem Deck ins Spiel. Den haben wir doch gesehen, glaube ich. Als Gegner jetzt vorhin beim Spielen, nachdem ihr eure Keldenfähigkeit eingesetzt habt. Den hat er nämlich auch ausgespielt und die hat der Gegner auch gehabt, als er einen Jäger gespielt hat. Und hier haben wir Druiden, was für uns? Nebenquest. Wir haben noch keine Nebenquest für einen Druiden, glaube ich, oder? Oder doch, stimmt. Für einen Druiden hatten wir was. Verbraucht 10 Mana für Diener, doch, die haben wir auch schon. Für Diener, Belohnung, ruft einen Diener aus eurem Deck herbei. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht. Und wie das gemeint ist, weiß ich natürlich auch nicht, weil da kann man wieder spekulieren. Können wir uns einer aussuchen? Aus allen Karten, die noch im Deck sind? Oder wird zufällig eine gezogen? Oder kriegen wir wieder 3 Karten vorgeschlagen, die, wo wir uns eine aussuchen müssen? Das müssen wir eigentlich ausprobieren. Vielleicht machen wir das irgendwann mal auch, wenn wir dran denken, dass wir uns die einbauen, die Karte. Dafür muss man eine andere Karte weichen, aber ich denke mal, da werden wir schon eine finden. Ja, und es kommen sowieso immer neue Karten dazu, wenn wir eine neue Kartenpackung bekommen und so weiter alles. Oder uns neue kaufen und so weiter alles, ja, hin und her. Na gut, denn, ja, bedanke ich mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat und du noch kein Abonnent von mir bist, ja, dann drück den Abo-Button, damit du keine Folge mehr von mir verpasst. Ansonsten, ja... Video liken kannst du auch gerne, wenn es dir gefallen hat. So weiß ich wenigstens, dass Leute gefällt, was ich hier mache. Und ja, dann ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ja, bis dahin. Ciao.